Katinka ist eine von 8 Autorinnen des neuen Buches aus Liebe vegan. Wie sie es geschafft hat, mit ihrem Weltschmerz, mit den ganzen Problemen, die sie in der Welt da draußen sieht, umzugehen und das geschafft hat, für sich umzuwandeln in ein glückliches und ja, schönes Leben, das erfährst du in diesem Video. Hallo ihr Lieben, willkommen bei einer neuen Folge von The Habit Rabbit. Ich bin Thomas und ich freue mich sehr, heute Katinka zu Besuch zu haben. Hallo Katinka. Ja, danke dir für die Einladung und schön, dich hier zu haben. Du hast mit 8 anderen Autorinnen ein neues Buch geschrieben und zusammen mit Marit das Ganze initiiert. Und da steht Aus Liebe vegan drüber. Mhm. Warum Aus Liebe vegan? Ja, also insgesamt sind wir 8 Autoren und Autorinnen, genau. Aus Liebe vegan, weil letzten Endes das so das ist, wo wir hin wollten, als wir, oder anders, als ich vegan wurde, war ich nicht aus Liebe vegan, war ich aus sehr viel Schmerz vegan. Also es war tatsächlich ein Weg von diesem Weltschmerz, von diesem, alles, was da auf dieser Erde so passiert, wo ich die Augen aufgemacht habe und dachte so, oh mein Gott. Gibt genug Dinge, wenn man sie in den Blick nimmt, worüber man traurig und entsetzt sein könnte. Und genau, das war vor circa genau 4 Jahren jetzt. Oder vielleicht sogar länger, vor 4 Jahren bin ich dann komplett vegan geworden. Aber die Augen habe ich schon angefangen vorher aufzumachen. Und ja, es waren ganz viele Emotionen wie Wut, Verurteilung, Frust, Traurigkeit, Ohnmacht. Weißt du, so dieses, was passiert da? Warum hören mir andere Menschen nicht zu? Warum wollen sie es nicht sehen, was da draußen passiert? Und vor allem, wir können dazu beitragen, dass es anders wird, indem wir einfach gewisse Kleinigkeiten im Alltag ändern. Und das war eben der Start, wo extrem viel Chaos in mir war, viel Wut, viel all diese Emotionen. Bis hin zu, eben ich meinen Weg gegangen bin, viel innere Heilung erfahren habe, viel in mir gearbeitet habe, weil auch dieser Schmerz da war und ich irgendwann gesagt habe, so will ich mein Leben nicht leben. Ich möchte auch Schönes in der Welt sehen können. Und genau die anderen 7 Autorinnen und Autorinnen sind im Prinzip auch diesen Weg gegangen, auf ihre Art und Weise. Vermutlich an gewissen Weggabelungen sehr ähnlich und doch sehr unterschiedlich, sehr individuell. Und deswegen haben Marit und ich damals gesagt, vor einem Jahr jetzt oder vor anderthalb Jahren, komm, lass uns die aufschreiben, die Geschichten. Weil ich glaube, es könnte anderen Menschen helfen, A, zum einen zu hören, du bist nicht alleine. Das geht vielen anderen Menschen da draußen auch so. Also, viele Menschen, die vegan werden, mit denen ich gesprochen habe, kennen diesen Schmerz. Und ja, damit umzugehen, das innerlich zu transformieren, vielleicht auch eigene Kindheitsthemen aufzudecken, weil das ist tatsächlich dann die wirkliche, wahrhaftige Arbeit. Und zu verstehen, dass wir selbst in der Lage sind, unser Leben wieder lebenswert zu machen. Und deswegen ist es aus Liebe vegan geworden, weil wir 8, ich sage immer, nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Also wir haben alle unsere Herausforderungen im Leben, aber das, was vor 4 Jahren in mir war, hat sich krass transformiert, krass verändert. Und jetzt kann ich sagen, ich liebe mein Leben. Ich liebe das, was dieser Planet hier uns zu bieten hat. Das ist ein wunderschönes. Ich liebe es auch, dass wir hier draußen gerade sind. Ich liebe die Natur und ich bin aus Liebe vegan. Und genau das möchte ich gerne auch weitergeben an andere Menschen. Ich möchte sie inspirieren, da mitzugehen. Und Menschen, die diesen Schmerz kennen, eben auch inspirieren, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Wie gehst du jetzt mit diesem Schmerz um? Also das ist ja, die Probleme sind ja jetzt nicht weg aus der Welt. Nee. Gefühlt werden sie irgendwie auch teilweise nicht weniger. Das kommt aber auch da. Da sind wir schon bei dem ersten Tool vielleicht, wie man es nennen könnte. Wo richte ich meinen Fokus hin? Und ich nenne immer so gerne dieses Beispiel. Du hast einen Abfalleimer, einen Mülleimer am Wegesrand und der quillt über und im Zweifel liegt drumherum Müll. So, du kannst jetzt den Fokus darauf richten und sagen, so, die ganzen Menschen, ne, und so viel Müll auf dieser Erde. Oder du kannst die wunderschöne Blume nebendran sehen. Beides existiert. Beides ist da. Beides ist existent. Und du kannst jetzt entweder dich über diesen Müll ärgern oder du kannst die Blume sehen und dich total freuen, was für ein wunderschönes Geschenk der Natur. Und damit sage ich nicht, dass wir den Müll ignorieren sollten und nur auf die Blume gucken, sondern ich sehe den Müll und das ist dann der zweite Schritt, zu unterscheiden zu können, kann ich gerade etwas tun? Wenn ich einen Missstand sehe oder in meinen Augen etwas sehe, was nicht so toll ist, was vielleicht verändert werden sollte, kann ich etwas tun. Und bei dem Müll könnte ich hingehen und sagen, entweder ich nehme ihn mit und bringe ihn auf den Müllplatz oder ich rufe bei der Stadt an und sage, hier, bring den Müll mal weg, da ist ein überquellender Mülleimer. Und dann fokussiere ich mich auf die Blume. Also ich habe das getan, dass ich es verändern kann und ich fokussiere mich auf das, was schön ist danach. Oder du freust dich, dass die Menschen den Müll alle in den Mülleimer geworfen haben und nicht in die Natur. Genau. Ja. Auch wenn er dann gut. Ja, spannend. Wie hast du das dann, also wie hat das dann für dich ausgesehen? Ich meine, das ist ja schon so ein bisschen, okay, hast du das versucht, dann so wegzublenden? Oder
ist wie? Also das meine ich, es geht nicht um Ausblenden. Das sagen viele Menschen, ja, wenn ich glücklich sein möchte, muss ich ja den ganzen Mist, der passiert, ausblenden. Darum geht es nicht, weil der ist ja da. Und wir dürfen aber auch verstehen, dass wenn ich so sehr in dem Schmerz war, wie ich vor 4 Jahren, habe ich all das Gute ausgeblendet. Also das dürfen wir uns auch mal bewusst machen, weil es gibt ganz viel Gutes. Es gibt Menschen wie dich, es gibt ganz viele andere Menschen, die unfassbar Gutes in die Welt bringen. Und das dürfen wir nicht vergessen, das dürfen wir auch nicht ausblenden, weil da können wir extremst viel Energie draus ziehen. Das heißt, da dürfen wir den Fokus drauf richten. Ich darf mich darauf konzentrieren, was du für tolle Sachen machst und mich daran erfreuen und bereichern lassen und in die Energie ziehen. Und dann, um dann sagen zu können, das, was ich verändern möchte, da krempel ich jetzt die Ärmel hoch und dann verändere ich es. Dann gehe ich jetzt raus und ich mache Menschen, stups Menschen an, mache sie bewusst, trage den Teil dazu bei, den ich beitragen kann, dass die Welt sich verändert, dass sie zu dem Ort wird, den ich gerne sehen möchte. Ich räume den Müll quasi auf. Ist das auch so ein Tool letzten Endes, wirklich so aktiv zu werden und in welcher Art auch immer, ob mit YouTube-Kanal wie hier jetzt oder bei dir in Form von Coachings oder bei Christoph, der Mitautor ist, der in Frankfurt eine Aktivistengruppe gegründet hat. Ja. Genau, also ich glaube, und das ist auch sehr unterschiedlich und das ist das, was ich meinte mit den Kindheitsthemen, die im Zweifel immer getriggert werden. Also wenn im Außen uns etwas triggert, also mich irgendwie emotional aufrührt, hat das immer etwas mit mir zu tun. Eine gute Erklärung, direkte Erklärung ist, dass es Situationen gibt, die regen den einen Menschen auf und den anderen nicht. Wo ist der Unterschied bei einer und derselben Situation? Viele Menschen regen sich nicht auf bei dieser ganzen Massentierhaltung. So, und viele Menschen regen sich auf. Das heißt, es hängt nicht immer nur, also die Situation ist der Auslöser, der Trigger, aber das, was dabei rauskommt bei dir selbst, hat immer was mit dir selbst zu tun. Und das meine ich mit Kindheitsthemen. Und bei mir war es zum Beispiel das Thema Ohnmacht. Ich habe mich mein Leben lang schon ohnmächtig gefühlt. Und bei mir kam durch den veganen Weltschmerz, wie ich ihn so gerne nenne, kam das Thema Ohnmacht hoch. So, und das zu verstehen, dass dieses Thema, dass das Universum schenkt mir einen äußeren Umstand durch mein Bewusstseinswachstum, dass ich mit dieser Ohnmacht lerne, umzugehen, dass ich in die Handlungsfähigkeit komme. Und dann ist bei mir zum Beispiel eine Heilung gewesen, indem ich in mir diese Ohnmacht heile, diese Emotionen heile und dann in die Handlungsfähigkeit komme. Ich glaube, viele Menschen fühlen sich in diesem Zustand, den wir gerade haben, so handlungsunfähig. Das heißt, dann in die Handlungsfähigkeit zu kommen, in dem Bereich, den ich beeinflussen kann, kann uns unfassbar helfen dabei. Ja. Und diesen Bereich zu finden, ist dann natürlich so eine Herausforderung, die dann jeder für sich dann irgendwo meistern darf wahrscheinlich. Ne? Genau, und das ist das, warum wir, Marit und ich, dann auch gesagt haben, ja, meine Geschichte ist ja schön und gut und ihre ist schön und gut und da steckt schon ganz viel Inspiration wahrscheinlich drin. Und deswegen wollten wir aber mehr Geschichten noch haben. Deswegen sind es 8 insgesamt geworden, weil jede auf ihre Art und Weise für das Thema sehr ähnlich ist und doch aber super individuell. Und es kann auch sein, dass du eine Geschichte liest als Leser oder Leserin und sagst, ja, das ist ja schön und gut, das macht jetzt gar nichts mit mir. Und dann liest du die nächste und denkst so, wow, krass, ja, aber diese Person spricht mir aus dem Herzen. Das kenne ich, dieses eine Gefühl kenne ich, diesen einen Zustand kenne ich. Und aha, sie hat es irgendwie geschafft, da für sich einen Weg rauszufinden. Und das darf dieses Buch machen. Ja. Wow, cool, mega schön. Hast du noch ein Tool, was du den Zuschauern mitgeben kannst, was sie für sich umsetzen können, wie sie da rauskommen und mehr Glück und Freude und Liebe in ihr Leben kriegen? Also bei mir war der Veganismus und dieser vegane Weltschmerz, den ich empfunden habe, der Anstoß überhaupt, mich selbst überhaupt kennenzulernen. Also wirklich wahrhaftig, wer bin ich eigentlich? Da spreche ich ganz oft drüber, wer bin ich eigentlich? Weil vorher war ich jemand anderes. Ich habe Fleisch gegessen 30 Jahre. Offensichtlich habe ich mich verändert. Das heißt, ich bin nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, wir verändern uns permanent. Für mich war es der Wachstupser in Richtung Spiritualität, wirklich zu fragen, wer oder was bin ich eigentlich? Ich bin nicht dieser Körper, ich bin nicht meine Gedanken. Ich bin auch nicht das, was ich meine, als Charakter zu haben, sondern das verändert sich, das formt sich. Meine Werte verändern, formen sich, wenn mein Bewusstsein wächst. Das heißt, ein Tool oder ein Tipp wäre, und dazu habe ich dann auch gefunden, Meditation, Stille. Weil wir sind so abgelenkt von dem Tun und vom Außen, von Dingen, die wir im Außen machen. Wir vergessen dabei aber zu fühlen, was in uns drin steckt.
Und wenn wir in die Stille gehen, und das kann am Anfang eine Minute am Tag sein, 2 Minuten. Ich bin am Anfang mit 2 Minuten schon komplett überfordert gewesen, wirklich. Ich bin ein Zappel-Philipp vom Herrn gewesen. Und sich aber einfach die Zeit mal zu nutzen. Ich nenne das auch Self-Time, Me-Time, Selbstliebe-Zeit. Mir selbst endlich mal die Aufmerksamkeit zu schenken, die wir auch alle selbst verdient haben. Also hinzusetzen, mal die Augen zuzumachen, einfach mal zu fühlen, was in mir ist. Und in der Meditation, das kann ein Tool sein, eine Möglichkeit, um zu lernen, zu verstehen, also die Gedanken beobachten zu lernen. Zu lernen, aha, ich habe Gedanken, die kommen und gehen. Wenn ich meine Gedanken wäre, dann würde ich ja gehen, wenn sie wieder gehen. Das heißt, sie ziehen wie Wolken am Himmel vorbei. Und wenn wir das üben, ich nenne es immer auf die Yogamatte gehen, üben quasi, im Übungsraum üben, das ist die Meditation, um dann fürs Leben gewappnet zu sein, um dann in gewissen Situationen, wenn jetzt irgendwas passiert im Außen, das mich aufregt oder triggert oder wo ich denke so, wow, was passiert hier, dass ich dann auch wieder in diese Beobachterrolle reingehen kann. Dass ich mich selbst, meine Gedanken beobachten lerne. Und das passiert nicht einfach so von heute auf morgen. Das ist Übungssache. Und beim einen geht es vielleicht ein bisschen schneller, beim anderen langsamer. Ich habe sehr lange gebraucht. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich sehr, weil wir dadurch, ich glaube, das ist die Freiheit, die wir uns alle wünschen. Frei zu sein von äußeren Umständen. Wenn ich glücklich sein kann, egal was im Außen passiert, ne, egal ob es regnet oder nicht, ich bin glücklich, weil es regnet ja dann trotzdem. Oder ich bin glücklich, auch wenn Mist da draußen in der Welt passiert. Und dann bin ich aber in meiner positiven Energie und dann kann ich damit die Welt verändern. Dann kann ich wirklich losgehen. Du kannst keine Doku machen, wenn du zu Hause weinend auf der Couch sitzt und in deinem Selbstmitleid versinkst. Das war ich vor 4 Jahren. Also ich mache jetzt keine Doku, du machst die Doku. Ich habe ein Buch geschrieben dafür. Hätte ich nicht schreiben können, wenn ich zu Hause auf der Couch versauert wäre und in meinem Selbstmitleid mich gesuhlt hätte. Anstatt zu sagen, warte ganz kurz, das ist kein lebenswertes Leben. Ich möchte da rausfinden. Und Meditation war ein wahrscheinlich das Tool. Wow. Und es klingt so sanft, so extremst wenig wow. Und ich glaube, das sind die großen Gamechanger in unserem Leben. Ja, ich kann es nur bestätigen. Ich gehe jetzt seit über 1,5 Jahren oder so regelmäßig in die Stille. Aktuell gerade ein bisschen weniger. Ich hatte schon Zeiten, wo ich das wirklich jeden Tag gemacht habe, jeden Tag 20 Minuten, eine halbe Stunde wirklich einfach am besten Noise Cancelling Kopfhörer auf die Ohren, alles abschalten. Ja. Also ich kann nur sagen, also kann auch bestätigen, dass es halt mir auch während des Crowdfundings, was wir für den Film gemacht haben, für die Doku, sehr dafür gesorgt hat, dass ich halt dieses Ganze, okay, was muss ich noch alles machen und hier und Stress und keine Ahnung was und auf diese halbe Stunde einfach nur, okay, runterkommen und einfach mal die Gedanken dann zu sehen, zu erkennen, zu beobachten und einfach dann wieder ziehen zu lassen und häufig sind mir auch da sehr gute Gedanken und Ideen gekommen, die dann auch umgesetzt werden durften. Ja. Also insofern. Ja, und es ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, dass selbst wenn da draußen Dinge passieren, die ich ja, auch das ist spannend, ne? Ich saß zu Hause auf der Couch und hab die ja bewusst die Gedanken in meinen Kopf geholt. Ich habe mir diese Bilder, die ich in den Filmen gesehen habe, habe ich mir in meine Gedanken geholt. Das heißt, ich saß zu Hause auf der Couch in einem Safe Home, hatte wahrscheinlich keinen Hunger und keinen Durst, mir ging es gut, ich habe ein Dach über dem Kopf. Und in meinem Kopf passiert ein Gedankenkarussell, das dazu führt, dass mein ganzes System in eine bescheidene Energie rutscht, dass ich traurig und wütend und ohnmächtig bin. So, das heißt, das ist selbstgemachtes Leid. Und das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was wir uns selbst antun können, durch unsere Gedanken uns in so eine Misere reinzudenken quasi, dass wir uns selbst traurig machen, dass wir uns selbst kaputt machen. Das raubt uns die Energie und dann gehen wir entsprechend auch raus. Und was das Zweite noch ist, wenn wir unsere Gedanken beobachten und sehen, da ist ganz viel Ego-Self-Talk quasi mit dabei, unser inneres, verletztes Beschützerding, das super gut ist und das muss auch nicht weg, aber das will halt uns beschützen und das will Recht haben und wir wollen andere überzeugen und mitnehmen. Und das war beim Veganismus ganz viel am Anfang, ich will andere Menschen überzeugen davon. Das heißt, wir dürfen Dinge tun, aber vom Outcome loslassen. Das ist das, ich habe eine Intention, ich möchte Liebe in die Welt hinaustragen, ich handle entsprechend und dann versuche ich, und der Buddha kann das super, ich bin auch noch auf dem Weg, ich bin auch nur eine Lernende des Lebens, und dann loszulassen, vom Outcome, von dem, was dann passiert, loszulassen. Also jemandem den Veganismus zu zeigen, vorzuleben, vielleicht sogar darüber zu sprechen und dann nicht unglücklich zu sein, wenn diese Person nicht direkt sagt, okay, ich werde jetzt sofort vegan, sondern zu sagen, ich habe das getan, was ich tun kann, ich release, ich lasse los davon und ich übergebe das ans Universum oder an den kosmischen Klaus oder wie auch immer du es nennen magst. Ja, aber das hilft, das nimmt ganz viel Druck raus, dass ich dachte immer, ich muss performen, ich muss umsetzen, ich muss andere Menschen veganisieren, also wirklich mit allem Druck, was geht.
aber Druck erzeugt Gegendruck und wir machen uns dabei unglücklich. Wenn wir die Welt, die Aufgabe hätten, die Welt zu retten, ganz ehrlich, das ist eine unmachbare Aufgabe. Ja. Können wir gar nicht lösen. Ja. Wär wahrscheinlich ein bisschen größenwahnsinniger. Ein bisschen heftig, ja. Ja, aber mit unserem Bewusstsein können wir in ein State gehen, dass wir nicht im Kampf sind. Wenn wir uns weniger Kampf im Außen wünschen, dürfen wir anfangen, den Kampf in uns zu beenden. Und ich habe massiv gegen mich selbst gekämpft. Und dann halt auch gegen alle anderen. Ja. Wow. Ich glaube, wir können noch stundenlang weiterreden. Ja. Deshalb gibt es dieses Buch. Ja. Ich freue mich schon sehr darauf, da noch tiefer reinzulesen und alle Geschichten zu entdecken. Vielen Dank, dass du deine geteilt hast. Hier schon so angekratzt zumindest. In die Tiefe könnt ihr es dann hier drin nachlesen. Das Buch ist übrigens komplett vegan gedruckt beim veganen Verlag und auch mit veganen Siegel sogar. Mhm. Also richtig, richtig cool. Also komplett durchdacht. Genau. Ja, wenn so ein Buch rauskommt, dachten wir, es sollte dann auch vegan gedruckt sein, dass es kein Tierleid verursacht, weil tatsächlich ist das bei ganz, ganz vielen Büchern so. Also der allergrößte Teil aller Bücher sind Tierprodukte drin. Sei es zerquetschte Läuse für die Farbe, sei es irgendwelche Versiegelungen für die Seiten. Ich sag mal, es ist total Wahnsinn, wo wir Menschen überall Tiere reinpacken. Ja, der Vegan-Verlag tut es nicht. Ja, das ist echt verrückt. Insofern, aus Liebe vegan gedruckt. Genau, genau so ist es. Kann man sagen. Und vielen Dank euch fürs Zuschauen. Und ja, vielen Dank dir für dieses spannende Buch und alles Gute dir. Ja, danke. Danke, danke.